Herzlich willkommen zu meinem 14. Video zu Scratch Cara. Hier geht es darum, dir zu zeigen, was man unter Prozeduren versteht. Was sind diese Prozeduren? Prozeduren sind eigentlich nichts anderes als das Zusammenfassen von mehreren Anweisungen, hier wie immer in diesem blauen Bereich, zu einer neuen. Das heißt, ich habe hier eine bestimmte Möglichkeiten, Cara eben Anweisungen zu geben. Ich kann ihm zum Beispiel sagen, ja, er soll sich in einen Schritt bewegen, er soll etwas aufheben. Und all diese Befehle sind da. Ich kann sie aber zu anderen Befehlen zusammenfassen. Ich kann zum Beispiel Cara jetzt dann beibringen, dass er sich umdrehen soll. In Zukunft kann ich dann hier dieses Umdrehen verwenden und muss dann nicht jedes Mal hier Turn Right machen. Wie das geht, zeige ich dir jetzt. Ich gehe hier in einen Main-Bereich hinein und bringe ihn jetzt mal bei, wie er sich umdrehen kann. Und das Umdrehen bedeutet, dass ich entweder zweimal nach rechts oder zweimal nach links drehe. Ich nehme in dem Fall hier dann dieses Turn Right. Nehmen wir den Cara. Lassen wir mal hier starten, also ich starte die Simulation und er dreht sich dann wirklich dann hier um. Ich kann jetzt hier die Möglichkeit verwenden, neue Prozedur, hier im Bereich Anweisungen, klicke hier drauf und nenne diese neue Prozedur, und das ist dann auch hier dieser Prozedurname, umdrehen. Ich könnte auch einen anderen Namen natürlich verwenden, Turnaround oder etwas dergleichen. Klicke auf OK, habe jetzt hier umdrehen und könnte jetzt hier zum Beispiel hergehen, diese Prozedur, diese neue Prozedur, wie seht ihr unten, das ist schon hier erschienen, kann das hier dann versorgen mit diesem Turn Right und kann hier dann beim Main hineingehen, nehme dieses Turn Right wieder heraus und nehme anstelle dessen dann hier dieses Umdrehen. Startet dann wieder, beim Main fängt immer an, das ist diese Hauptprozedur, wir haben bis jetzt hier eine Prozedur kennengelernt, das ist die Main-Prozedur, starte hier diese Simulation und Cara geht dann tatsächlich dann hier mit dieser Prozedur, mit diesem Prozedurnamen aufgerufen, das ist der sogenannte Prozeduraufruf, geht dann hier hinein und dreht sich dann um. Und in Zukunft muss ich dann nicht mehr eben Turn Right in der Main-Prozedur einfügen, sondern kann hier ganz bequem dann hier auf diese Prozedur dann zugreifen. Das heißt, ich kann einzelne Programmschritte, die ich hier in dieser Main-Prozedur vorher gehabt habe, auslagern dann in eine eigene Prozedur und ihr diesen Namen dann geben, ist dieser sogenannte Prozedurname. Und so kann ich dann verschiedene dieser Dinge, die Cara eben machen könnte, dann in eigene Prozeduren dann auslagern. Und dann besteht dann hier diese Main-Prozedur dann aus dem Aufruf von mehreren dieser weiteren Prozeduren, die ich selber dann gemacht habe. Soweit jetzt einmal zu den Prozeduren bei Scratch Cara. Mehr dann in den nächsten Videos zu Scratch Cara.